Servus miteinander. Thema in diesem Video, das ist die Sozialversicherung. Und dafür brauchen wir diese Säulen. Und wir brauchen auch wirklich diese Säulen und nicht irgendwelche Säulen, weil das hier, das sind ganz genau 5 Säulen. Und die Sozialversicherung besteht eben aus 5 Säulen. Die erste Säule, das ist die Krankenversicherung. Genauer gesagt die gesetzliche Krankenversicherung. Warum diese Präzisierung des Begriffes hier wirklich wichtig ist, das erkläre ich euch später noch im Video. Außerdem haben wir die Unfallversicherung, wir haben die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Pflegeversicherung. Dass die ersten Buchstaben der Wörter jetzt hier so groß und fett geschrieben sind, das ist natürlich nicht Zufall oder irgendwie soll stylisch sein, sondern es geht hier einfach darum, das ist eine gute Eselsbrücke, sich das zu merken. Man kann sich also einfach QRAP merken. Und dann wird man, wenn man zum Beispiel nach einer Aufzahlung gefragt wird, keine der Sozialversicherung vergessen. Warum jetzt genau diese Abkürzung in dieser Reihenfolge? Das hat natürlich damit zu tun, wie diese Sozialversicherung bzw. in welcher zeitlichen Abfolge diese entstanden sind. Es ging nämlich in Deutschland 1883 eben mit der Krankenversicherung los. Die beiden nächsten Sozialversicherungen sind dann relativ schnell darauf gefolgt. Die Arbeitslosenversicherung kam dann 1927 dazu und als letztes dann, wenn wir das in diesem Verhältnis sehen, gar nicht vor so langer Zeit, nämlich 1995, da kam dann eben noch die Pflegeversicherung dazu. Wir merken uns also QRAP und dann haben wir die Sozialversicherungen auch gleich in der richtigen Reihenfolge, so wie sie entstanden sind. Kommen wir zu den Merkmalen, die die Sozialversicherungen in ihrer Gesamtheit eben auszeichnen. Das ist zunächst einmal, es handelt sich dabei um Pflichtversicherungen. Hier müssen wir differenzieren. Die Unfallversicherung ist eine Pflichtversicherung für Unternehmen. Also die Unfallversicherung ist für Unternehmen eine Pflichtversicherung. Die übrigen 4 Versicherungsarten, also die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Pflegeversicherung, das sind Pflichtversicherungen für Arbeitnehmer. Vorhin schon angesprochen habe ich, dass es eine Besonderheit bei der Krankenversicherung gibt. Wir sprechen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist der Fall, weil man eben bei hohen Einkommen sich auch privat krankenversichern kann. Daher spricht man eben, wenn man sich nicht privat krankenversichert, dann bei der Pflichtversicherung eben von der gesetzlichen Krankenversicherung. Prinzipiell bzw. generell liegt diesen Pflichtversicherungen das Solidaritätsprinzip zugrunde. Das heißt, dass die Beiträge nicht nach individuellem Risiko berechnet werden, sondern nach dem Einkommen. Als Beispiel: Unabhängig davon, wie wahrscheinlich es ist, dass ich krank werde, also weil ich gewisse Veranlagungen habe oder weil ich ein gewisses Alter habe, zahle ich nicht nach meinem Risiko, krank zu werden, den Beitrag, sondern die Höhe des Beitrags wird eben danach gemessen bzw. bemessen, wie hoch mein Einkommen ist. Das nennen wir also Solidaritätsprinzip. Außerdem sprechen wir immer hier von einer Risikogemeinschaft. Was meint das? Nun, die Gefahren bestehen für viele, aber verwirklichen sich in der Regel nicht für alle gleichzeitig. Also das heißt, generell besteht für sehr viele Leute die Gefahr, dass sie arbeitslos werden, aber in der Regel verwirklicht sich das eben nicht gleichzeitig für alle. Das heißt, wir verteilen das Risiko auf alle, also alle müssen Beiträge zahlen, zum Beispiel in die Arbeitslosenversicherung, dort wo sich das Risiko verwirklicht, also derjenige, der dann arbeitslos auch wird, der erhält dann eben Leistungen aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung. Dann haben wir ja wirklich schon wieder einiges gelernt. Wir merken uns also die 5 Säulen der Sozialversicherung, abgekürzt QRAP, also K wie Krankenversicherung, U wie Unfallversicherung, R wie Rentenversicherung, A wie Arbeitslosenversicherung und P wie Pflegeversicherung.
Außerdem ist natürlich wichtig, die Merkmale, die der Sozialversicherung zugrunde liegen, nämlich das Solidaritätsprinzip und dass wir jeweils sozusagen eine Risikogemeinschaft bilden. Solltet ihr noch weitere Informationen zu den einzelnen 5 Säulen benötigen, dann habe ich hier noch weitere Videos für euch.